Wusa, meine lieben Freunde. Und ich bin Jan, das steht da unten. Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Liebenden und Nichtliebenden. Jetzt wisst ihr auch, wo das Wusa herkommt. Das hier ist Wusa. Hi. Ja, es ist wieder Donnerstag, wie jeden Donnerstag im Kino. Warte mal. Nein, nicht im Kino, hier auf der Bagger-Crew. Das steht nämlich da unten. Nicht Bagger, sondern Bagger. Das ist das, was wir alle so ein bisschen im Kopf sind. Deswegen haben wir auch alle eine Waffel. Einen an der Waffel. So rum. Und eine Waffel. Ja, herzlich willkommen zurück hier. Heute wieder mit The Book of Unwritten Tales. Aber vorher, ich hab Post bekommen. Hui. Zwar neue Musik. Habe ich ja bereits schon am Dienstag von meiner Neuentdeckung über Facebook berichtet und habe mir Montag ja schon die Diskografie bestellt, die einfach abläuft über überweist unserem Bassisten ein bisschen was auf PayPal und wir schicken dir das per Post zu. Heute kam es an. CD 1, CD 2. Die zwei CDs von Vier Zimmer Küche Bad. Immer noch. Schöner Name. Eine, wie nennen sie es selbst? Immo-Rock-Band aus Limburg. Kann ich sehr empfehlen. Gibt's auch auf Spotify. Die haben immer noch viel zu wenig Fans, Follower und alles andere. Ich glaube, die haben sogar weniger Follower auf Twitter als ich. Wir müssen das ändern. Hört mal rein. Wie gesagt, jetzt habe ich da. Nachher gibt es auch noch einen Outro-Song von hier, der CD, von der zweiten. Aber jetzt erstmal gehen wir rüber und schlagen das Buch auf. Seid ihr bereit für das Buch? Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Da stand eben gerade was. Du hast doch auch gesehen, da stand eben gerade was. Dies ist ein Blindtext. An im La E sich viele sehen über die. Das ist in Reverse geschrieben. Da steht irgendwas. Dies ist ein Blindtext. Das krieg ich noch hin. Dies ist ein Blindtext. An ihm lässt sich vieles ablesen. Über die Schrift in der Gestik
Ah, das ist zu schwierig. Auf jeden Fall steht da irgendwas. Ist mir gerade so aufgefallen. So, wait, what? Magic. Oh, sie verstecken Bugs. Die sind ja fast so schlimm wie Discord. Die verstecken auch Bugs. Aber psch. Ja. So, das letzte Mal haben wir sie im Armdrücken besucht. Besiegt. Wir haben sie hier hochgelassen. Sie sieht wirklich furchteinflößend aus. Ich meine, ich weiß nicht, wie Orkfrauen normalerweise aussehen, aber diese da, mit der würde ich mich nicht anlegen. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Naja, vielleicht komme ich ja mit Ivy weiter. In solchen Ballen werden Waren transportiert. Der hier scheint sehr schwer zu sein. Über die Planke kann man zum Flugschiff kommen. Stünde da nicht eine hässliche Orkfrau drauf? Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Also, noch eine Runde Arm drücken? Du hattest eben nur Glück. Ich war unkonzentriert. Sicher. Nicht. Die Planke ist leer. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Nimm sie mit. Ein Transportballen. Ivo hält mit Leichtigkeit dagegen. Ich frage mich nur, wie lange das Stärkungselixier wirkt. Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel! Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Ich will eine Revanche! Vielleicht später. Okay, wir gehen noch mal in den Turm rein. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas Interessantes. Ui. Ich habe keine Ahnung, was diese Kugeln darstellen sollen. Aber es ist wunderschön. Das ist ein Teleskop. Opa hat auch eins. Die Frage bleibt, ist es ein Meisterwerk der Technik oder der Magie? Oder von beidem? Ja, weißt du. Das Buch? Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten überhaupt nichts geschrieben steht. So wenig interessant ist unsere Welt nun auch nicht. Das war knapp. Einen wunderschönen guten Abend, Korps. Die Decke. Der Erzmagier und ich scheinen ein gemeinsames Hobby zu haben. Aber natürlich benutzen wir Elfen keine technischen Geräte, um die Planeten und Sterne zu betrachten. Landkarte? Also schön, Moonpack. Ich werde dich schon finden. Bitte. Gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es.
Hm? Krunpak ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Krunpak früher hieß. Exakt. Ah. Na dann. Bücher? Das ist die Enzyklopädie Fantastica. Der törichte Versuch, alles Wissen dieser Welt zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Ja, da könnte es doch drinstehen. Ich kann sie nicht lesen. Diese misstrauischen Magier haben sie mit magischer Tinte geschrieben. Das ist ein Sumpfkräucher. Eine pflanzenfressende Pflanze. Sie schleicht sich an ihre Opfer heran und überwältigt sie von hinten. Eine pflanzenfressende Pflanze. Auch cool. Hat man auch nicht jeden Tag. So. Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten überhaupt... Zwei Möglichkeiten. Entweder... Hab's. Weißmeister Markus. Wie man die magische Tinte liest. Der König der Diebe und die anderen Ratten sind... Okay, die sind weg. Dann fragen wir doch mal... Magus. Den alten Magus. Meister Markus, Sie werden es nicht glauben, aber... Was? Er ist weg? Hallo? Er ist nicht hier. Ein zusammengefalteter Zettel. Mein Name steht drauf. Oho. Lieber Wildur, dir ist vermutlich gar nicht bewusst, was du geleistet hast. Du hast nicht nur dein Magierdiplom schneller gemacht als jeder andere vor dir. Nein, du hast auch einem alten Mann gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Dafür danke ich dir. Ich bin aufgebrochen, um meinem Bruder am Wilddornpass zur Seite zu stehen. Er kämpft dort gegen wütende Angriffe der Schatten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Meister Wetterquarz. Markus Maria Alistair, Meister der Magie. P.S. Ich möchte dir meine magische Brille zum Geschenk machen. Ich brauche sie nicht mehr. Magische meine Brille? Oh, damit können wir in dem Buch vielleicht lesen. Das ist wirklich sehr nett von Meister Markus. Aber hätte er seinen Tatendrang nicht noch ein paar Stunden länger unter Kontrolle halten können? Ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Und sein Bruder wird er dort wohl auch kaum finden. Er sucht die Insel in irgendwelchen Archiven und steht nicht auf dem Schlachtfeld. Es hilft nichts. Er ist weg. Ich muss alleine klarkommen. Oder? Weil Meister Markus hatte ja gesagt, dass er damit magische Sachen lesen kann. Richtig? Die Enzyklopädie. Da steht da drin, wie die Stadt heißt. Unglaublich. Mit Brille sind die Seiten von oben bis unten eng beschrieben. Ohne sehe ich nur leeres Papier. Die Brille ist also nicht nur schick, sie ist auch nützlich. Aha. Wonach soll ich suchen? Ja, nach Krunpak. Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Rötengalle, Krummbeine... Krunabel die Fürchterliche, Krunpak, früher Rotkieselburg, ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau in... Rotkieselburg, das ist es. Rotkieselburg, ja, die können wir doch jetzt auf der Karte finden, die Rotkieselburg, oder? Also schön, Rotkieselburg, wo steckst du? Rotkieselburg. Da ist es. Rotkieselburg.
Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Okay. Gut, wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Dann hier Norden. In Ordnung. Von dort einen Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. Nächster Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Hier? Hast du's? Der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen. Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Ja, das ist da. Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. Ach, an der Mündung. In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Es ist die 2. Insel auf dem Weg. Hast du sie? Ja, dann da. Das hier muss die Insel Sordia sein. Unser Weg zur Insel war zwar etwas seltsam, aber ich glaube, du hast recht. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Die Insel haben wir also schon mal. Fehlt nur noch das Transportmittel. Da steht draußen vor der Tür. Steht draußen. So ist es. Nice. Hi. Was willst du? Und den Captain. Kann ich Sie vielleicht überreden, Captain Nate freizulassen? Kannst es ja mal versuchen. Lassen Sie ihn bitte frei? Schade, hat nicht funktioniert. War aber knapp. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Ja, dann probieren wir das jetzt nochmal mit Madame Elfin. Ich kann sie mit Armdrücken überzeugen. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Also? Noch eine Runde Armdrücken? Du hattest eben... Sicher. So, dann fragen wir doch mal Nate. Nathan Drake. Ich weiß nicht, was ich ihn... Hep. Okay. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Yes! Magie! Eine Elf? Ich will vielleicht spielen. Ich kann mit der Planke nichts anstellen, solange... Okay. Hallo. Was will... Also? Du hast Sicht. Okay. Irgendwas müssen wir da mit dem... Die Planke ist leer. Thank you.
Ja, und? Kann denn Ivo mit dem Seil machen? Yes! Mag meine Elf. Ich will vielleicht spielen. Was sagst du mir denn? Ich denke, Wilbur ist auf einem guten Weg. Ich sollte die Kopfgeldjägerin noch einmal ablenken. Ja, und sonst? Teile moderner Flugschiffe werden aus Metall gebaut. Über die Planke kann man zum Flugschiff kommen. Stünde da nicht eine... Kannst du mit Wilbur reden? Die Stadtwache lässt nur Magier und Leute mit einer Einladung hier hoch. In Anbetracht deiner Verkleidung würde ich sagen, du hast dich als Magier ausgegeben. Ich habe mich nicht als Magier ausgegeben. Ich bin Magier. Mit Diplom. Mir fällt es etwas schwer zu glauben, dass ein junger Gnom aus dem Weißkammgebirge Magier ist. Aber es stimmt. Ich habe die Ausbildung bei Meister Markus unten in der Stadt gemacht. Du hast alles, was man für eine Diplom-Magierprüfung wissen muss, in nur ein paar Stunden gelernt? Ja, war nicht einfach. Hat mich fast umgebracht. Ich denke... Klar. Oh, warte, ich kann das Netz da noch dran knüpfen. Vielleicht kann ich damit dann eine Falle stellen. Jetzt so, was ich noch am Überlegen wäre. Dass ich das Netz noch an das Seil dran kriege und damit dann die Orkfrau quasi fange. Du hattest eben nur Glück. Ich war unkonzentriert. Sicher. Netz über die Planke. Oh, das sieht mir nach einer guten Fahrt. Gut. Yes! Mag meine Elfe. Ich will vielleicht später. Schiebe den Ballen in den Abgrund. Oh ja. Das Stärkungselixier hat nachgelassen. Was tust du da? Wilbur, ich könnte hier Gnomenstärke gebrauchen. Was zum... Jetzt! Und... War das nicht so wie geplant, aber es hat funktioniert. Ach was, das war großartig. Holt uns hier raus. Nun. Hallo. Hallo da unten. Massas Abflug war ziemlich heftig. Ja, irgendwie habe ich bei meinen Fallen immer Probleme mit der richtigen Dosierung. Hauptsache, sie ist weg. Ivo und ich müssen dringend zu einer bestimmten Insel. Werden Sie uns dorthin bringen? Was gibt es dort? Es geht um eine archäologische Expedition. So, so. Ihr seid uns da schuldig, Nate. Wir haben euch vor dem sicheren Tod bewahrt. Ach was, ich hätte mir schon selber geholfen. Und für dich bin ich Kapitän Bonnet, meine Hübsche. An einer wissenschaftlichen Exkursion bin ich nicht interessiert. Wenn Sie uns nicht helfen wollen, dann bleiben Sie eben dort oben, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Was glauben Sie, was die grüne Frau mit Ihnen tun wird, wenn sie wieder hier ist? Das ist ein Argument. Andererseits, ihr braucht doch immer noch das Schiff. Und wisst ihr, wie man ein Flugschiff steuert?
Also schön. Der Erzmagier persönlich hat uns einen Auftrag gegeben. Der Erzmagier? Ich glaube nicht, dass ich mich in sowas reinziehen lassen möchte. Die Stimme von Aber Adam es ist Sandler. Wichtig für die gesamte ja, Allianz. Das ist Drake. Nee, Nate. Auf Seiten der Allianz. Natürlich auch nicht auf der der Schatten. Ich bin, soll ich sagen, neutral. Ich lasse sie in Ruhe und sie lassen mich in Ruhe. Euch gefangen zu nehmen und töten zu wollen, nennt ihr in Ruhe lassen? Also schön. Sagen wir es so. Ich würde es bevorzugen, in nächster Zeit wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Massas wird wieder Jagd auf mich machen. Da ist es nicht angebracht, mit wehenden Bannern für die Allianz in den Krieg zu ziehen. Also, es geht um das... Psst. Etwas. Das Etwas. Etwas. Und ihr wollt mir nicht sagen, was dieses Etwas ist? Habt ihr Angst, ich würde mich selbst auf die Suche machen? Ist es so wertvoll? Also eigentlich... Ja. Und wo genau ist es? Auf einer Insel. Wir zeigen es euch, wenn wir in der Luft sind. Tja, ich denke für 50%. Aber ihr seid alleine. Wir sind zu zweit. Genau wie ihr beide. Ihr rechnet euer Haustier mit? Tust du doch auch. Ah! Ein Glück. Ihr fliegt uns hin und bleibt uns aus dem Weg, wenn wir da sind. Also gut, wir sind dabei. Holt uns endlich hier runter. Alles klar bei euch? Ja, das muss der Eingang des Tempels sein. Was glauben Sie, wie lange die Reparatur des Triebwerks dauert? Och, das ist schon etwas komplizierter. Ihr solltet nicht auf mich warten. Ist das nicht aufregend? Ein untergegangener Tempel voller Gefahren und Abenteuer, ein verschollenes Artefakt und mutige Schatzsucher auf ihrer Reise. Hör zu, Wilbur. Du hast dich in Seefels toll geschlagen. Aber das hier ist etwas anderes. Das hier kann gefährlich werden. Ich möchte, dass du dich raushältst. Aber... Wenn ich dich brauche, rufe ich dich, okay? Aber... Das wird er mir übel nehmen. Aber ein beleidigter Gnom ist mir lieber als ein Toter. Nun denn. Uiuiui, ganz viel. Wir haben ein abgebrochener Ast. Vermutlich von einem der Bäume dort oben. Seltsame Vegetation hier. Eigentlich findet man solche Pflanzen und Bäume eher im Süden. Gib mir den Ast. Ich glaube, das brauche ich da hinten für den Bienenstock. Eine der Bodenplatten ist zersprungen. Man kann die Erde darunter sehen. Die Erde ist hart und trocken. Eine der Bodenplatten... Okay. Fisch? Wie kommt denn der Fisch hierher? Vielleicht hat ihn ein Seevogel angeschleppt? Oder es war ein fliegender Fisch. Sicher. Sowas gibt es. Opas Doppeldecker-Einheit im Krieg hieß die fliegenden Höllenfische. Fliegenden Höllenfische, war das nicht? Simpsons? Richtig? Die Truppe vom Opa hieß doch auch irgendwie irgendwas mit Höllenfische. Ich nehme nur eine einzelne Gräte. Vielleicht kann ich so ein kleines spitzes Ding mal gebrauchen. Das Meer hat den Tempel und das Artefakt des Schicksals verschluckt. Wenn alles gut geht, werden wir es ihm heute wieder entreißen. Das sind Feuerfeen. Die sind sehr selten. Ich habe schon seit 200 Jahren keine mehr gesehen. Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Okay, haben wir hier die Schnur. Menschenschnüre sind so primitiv. Sie verdrecken, sie verfaulen, sie reißen. Mit dem Eimer kann Kapitän Bonnet Wasser aus dem Meer hochholen, während das Flugschiff noch in der Luft ist. Was er dann damit macht, weiß ich allerdings nicht. Sich waschen zumindest nicht. Aha. Nischen, die um das Tor herum angeordnet sind. Unter jeder Nische stehen einige seltsame Zeichen, die ich nicht lesen kann. Aber unter denen stehen auch Worte in der alten Sprache.
Wesen der Erde, würde ich das hier übersetzen. Das ist die Nische für das Wesen der Luft. Aha. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Wesen des Wassers steht an dieser Nische. Okay, Wassereimer in, in die Nische des Wassers, oder? Die Erde saugt das Wasser auf wie ein Schwamm. Da bewegt sich etwas in der Erde. Da sind Regenwürmer. Das Wasser hat sie nach oben gelockt. Ich nehme einige mit, bevor Tiere sie sich der Erde. Regenwürmer in die Erdnische. Einige Wesen der Erde in die Nische. Einige kriechen schon wieder raus. Die stecke ich wieder ein. Das Bienennest ist eindeutig bewohnt. Hier schwirren überall Bienen herum und machen den Feuerfeen den Nektar streitig. Ich soll in ein Bienennest? Außerdem fehlt mir ein Behälter. Behälter für den Honig. Ich habe die Fischgräte ans Ende. Die Schnur habe ich an den... So ganz ohne Köder wird... Damit habe ich eine voll... Fang einen Fisch. Hey, Wilbur, willst du mir vielleicht helfen? Natürlich. Kannst du für mich einen Fisch angeln? Ich habe noch nie geangelt. Ich komme aus den Bergen. Es ist ganz einfach und völlig ungefährlich. Komm her. Okay, Wasser. Die Feuerdinger könnten Feuer sein. Regenwürmer könnten, könnten Erde sein. Jetzt wirfst du die Angel aus und wartest, bis ein Fisch angebissen hat. Und die... Ich soll... Einfach reinwerfen. Die Bienen sind entweder Luft oder wir stecken Cheep-Cheep rein. Woher weiß man, ob einer angebissen hat? Ach, Wilbur. Es hat einer angebissen. Ja, toll. Und jetzt, wie geht es weiter? Du stellst dich wieder zu Cheep-Cheep, ich... Rufe dich, wenn ich wieder Hilfe benötige. Ja, schön. Okay. Ich tue den Fisch in den Eimer. Da hat er zumindest etwas Wasser. Hallo, Cheep-Cheep. Da drüben am Tor gibt es vier Nischen. Und unter einer steht Wesen der Luft. Ja, ich dachte, vielleicht könntest du dich mal kurz in die Nische setzen. Ach was, das ist keine Falle. Weibliche Intuition. Also gut, ich fülle erst einmal die anderen Nischen. Dann reden wir weiter, okay? Bis dann, Chi. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. Ja. Das muss der Eingang zum Tempel sein. Früher war es wohl nur ein Nebeneingang oder so etwas in der Art. Der eigentliche Tempel mit dem Hauptportal ist im Meer versunken. Ich hoffe, hinter diesem Tor gibt es noch eine intakte Verbindung dorthin. Reden wir mal mit Wilbur. Ich komme schon gut allein zurecht. Okay.
Ich soll in ein Bienen... Außerdem fehlt mir ein Behälter. Darauf stelle ich mich lieber... Ah, Captain Nate ist ja auch noch da. Kapitän Bonnet? Hm? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das Luftschiff reparieren? Klar, wieso denn nicht? Es rieselt Brötchenkrümel. Sagen Sie mir nicht, wir sind diesen Umweg gestern geflogen, um Brötchen für Sie zu holen. Wo denken Sie hin? Also war es nur Unfähigkeit, das dachte ich mir. Wollten Sie mir das Glas an den Kopf werfen? Glas für den Honig! Ich soll in ein Bienennest... Ich komme schon gut. Ich kann Cheep Cheep uns sehen. Hallo Cheep Cheep. Kannst du mich... Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Mhm. Schnell, solange Cheep Cheep die Bienen... Ja. Es ist nicht viel Honig im Glas und er ist mit Wabenresten. Ah. Feen sind vorsichtig. Sie halten sich von mir. Dann, Das könnte funktionieren. Stell das doch dahin. Die intellektuellen Fähigkeiten von Feen werden völlig überschätzt. Put, put, put. Lecker Honig. Da kommt einer. Hopp. Hab ich dich. Ja, meine Feuerfee. Das kleine Biest kann man schon ein Wesen des... Moment, nur noch. Hallo, Cheep. Jetzt fehlst nur noch du als Wesen der Luft. Nun komm schon, setz dich bitte in die Nische. Stimmt, werden ja die Regenwürmer bei die Erde reingemacht. Na siehst du, keine Falle. Allerdings öffnet sich auch die Tür nicht. Vielleicht muss man... Cheep! Oh nein, Cheep Cheep. Cheep Cheep? Oh, den ja. Göttern sei Dank. Dir ist nichts passiert. So schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Also gut, aber nicht gleich die ganze Flasche. Bis dann, Cheep. Bringt Cheep Cheep jetzt erstmal einen Schnaps mit? Als Absage, klar. Oder? Okay, aber bleib hinter mir und fass nichts an. Und was ist mit dem Herrn Profi-Schatzsucher? Kommen Sie? Naja, hier gibt es immer noch einiges auf dem Schiff zu tun. Ja? Dann wollen Sie lieber hier draußen warten und uns warnen, falls die Schatten oder diese reizende Kopfgeldjägerin auftauchen? Andererseits wärt ihr im Tempel ohne mich völlig aufgeschmissen. Ja, genau! Und fasst nichts an. Wenn ihr irgendwo einen Edelstein seht, ruft mich. Es könnte eine Falle sein. Wenn Sie so ein Experte sind, sollten Sie da nicht vorangehen? Nicht alle Fallen lassen sich rechtzeitig entdecken. Der Expeditionsleiter sollte in Sicherheit bleiben. Halte dich von ihm fern, wenn du leben willst, Wilbur. Ach was, dieser Tempel ist uralt. Was sollte schon passieren?
Hätte jetzt nicht etwas Unerwartetes passieren sollen? Was mit der Blödelei. Wir haben eine Aufgabe. Kommt schon und bleib dicht zusammen. Gerne auch sehr dicht, meine Liebe. Ich... Ja! Und tschüss. Na toll. Ganz ruhig bleiben. Ich lasse mir etwas einfallen. Vier übereinander angeordnete Steinringe. Sie sehen aus, als könnte man sie drehen. Auf den Ringen sind Symbole. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit auf. Aha. Dort geht es tiefer in den Tempel. Ja, gut. Den Abenteurer hat's erwischt. Da hat auch seine Machete nicht geholfen. Aber die Machete hilft uns. Damit können wir nämlich die eine Liane da weghauen. Die hier ist. Mein erster versunkener Tempel und sofort bin ich in eine Falle gelaufen. Das ist so cool. Mhm. Okay, du kannst also gar nichts. Na ja, klar. Ich hoffe, das ist Matsch. Es ist so dunkel hier, dass ich die Hand vor Augen nicht sehen kann. Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber genau hier stehen. Nach allem, was... Okay. Alles klar, aber... Alles klar. Mir geht es gut. Die Schnur wäre lang genug, um etwas zu Wilbur hinunterzulassen, aber sie ist zu dünn, als dass er daran hochklettern könnte. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier in dem Tempel noch finden. Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. Auf dem Vorsprung glitzert etwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Und ich komme auch nicht dran. Hm? Da ist noch irgendwas. Auch auf dem Balkon glitzert etwas. Dürfte der zweite Kristall sein. Seltsame Fratze. Der Mund ist auffällig. Es scheint, als solle man das Ding mit etwas füttern. Okay. Da drüben ist noch so ein Gesicht. Es sieht genauso aus wie dieses hier. Hm. Dieses Tor hat keine Klinke, keinen Griff und kein Schloss. Nur diesen Kristall. Ich habe das Gefühl, dass mir diese zwei Kristalle irgendwie auf den da eingrooven müssen. Wow. Das... Sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter. Hm. Ich schätze, man soll einen Kristall in die Halterung ein... Okay. Noch irgendwas? Ich gehe da nicht runter. Dann bleibt der eigentlich nur noch hier. Ich schätze, die hier Ringe. Muss man irgendwelche Kombinationen. Und du hast nichts da. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Aha. Sie lässt sich nicht bewegen. Das ist so etwas wie. Sie lässt sich nicht. Oh, bei Drake gibt's nur die Dinkelheit! Hm.
Ich könnte vielleicht in den Abgrund hinunterklettern, aber die beiden würden mich sie einfach da unten lassen und... Die Nischen haben sich wieder geöffnet. Die Würmer, der Fisch und die Fee sind fort. Das Marmeladenglas steht immer noch in der Nische. Ich nehme es mit. Marmeladenglas, okay. Der Fisch ist mitsamt dem Wasser verschwunden. Aber der Eimer sieht noch in Ordnung aus. Aha. Ich habe den Eimer an der Schnur festgebunden. Die Schnur wäre lang. Ich könnte vielleicht nicht sie ein. Ja, gehen wir mal drüber auf die andere Seite. Vielleicht können wir da drüben was aus dem Wasser rausfischen mit dem Eimer und dem Wasser. Maybe. Nein. Ha. Ich bin vielleicht minimal überfragt. Draußen können wir nichts mehr tun. Ich könnte vielleicht ich sie einfach da. Wenn ich dir ein Glas zuwerfe, fängst du es denn sicher auf? Ich weiß nicht. Ich bin nicht so gut in Sport. Wirf es zu mir. Lieber nicht, das ist mir zu unsicher. Ich lass mir was einfallen. Wie kann ich das Marmeladenglas? Ich könnte das Glas in den Eimer stellen. Ich könnte das Glas in den Eimer stellen. Die Schnur wird. Das ist halt das, was wir machen können. Wenn das Marmeladenglas darunter lassen oder den Eimer darunter lassen. Den Eimer will sie nicht drunter lassen, das Marmeladenglas auch nicht. Ich schätze, man soll einen Kristall. Oh, wir können damit. Diese Quallen haben vermutlich. Oh. Das Glas. Leuchtqualle. Oh. Hey, Will. Oh, jetzt kannst du was sehen. Danke. Hey, hier auf der Tür sind Symbole. Wie sehen sie aus? Da ist so etwas wie eine Schnecke mit einem langen Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Das ist ja alles schön und gut, aber könntest du mir endlich mal das Licht runterwerfen? Ich sehe hier nicht mal die Hand vor Augen. Entschuldigung. Was siehst du? Einen Gang. Keine Ahnung, wo er hinführt. Zumindest raus aus diesem Loch. Okay. Was für Zeichen waren auf Wilbos Tür? Schnecke mit langem Hals. Schnecke mit langem Hals? Ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Fisch ohne Kopf. Der Fisch ohne Kopf? Ast und ein Stern. Der Ast?
müsste es sein. Die Tür hat sich geöffnet, Ivo. Wilbur Cundridge. Das habe ich mir gedacht. Vermutlich eine Spielerei. Dann geh doch mal hier durch, Wilbur. Wilbur, bist hier durch? Danke. Einer der Steine ist aus der Wand gebrochen. Früher oder später wird wohl der gesamte Tempel einstürzen. Selbst in dieser Tiefe gibt es noch Wurzeln. Und wie es scheint, wollen sie noch weiter nach unten. Vielleicht könnte ich sie mit Captain Nates Hilfe sogar erreichen. Ja, Captain Nate. Die Wurzeln hängen ziemlich tief, aber immer noch zu hoch für mich, um an ihnen raufzuklettern. Hast du schon einen Weg hier raus? Nein. Was stehst du denn hier rum? Denn wenn Nate auf die Plattform geht? Ein Rad. Das Rad ist oben mit so einem Metalldings gesichert. So kann man es nicht drehen. Captain Nate ist ein Profi. Captain Nate? Warum sollte ich? Kann dann vielleicht die... Und dann? Dann kann ich mich hochziehen. Was bringt mir... So. Es hat funktioniert. Ich spare mir das. Okay, Nate da drauf und dann kann ich mit Wilbur hier drauf. Luke mit einem Rad. Okay. Ich schaffe es nicht. Könnte ich den Stein vielleicht da drauf auf die Plattform und dann bin ich zusammen mit dem Stein genauso schwer wie Nate oder schwerer? Müsste aber Nate kurz darunter gehen. Ich immer ansonsten einen Stein wieder in den Kopf hau. Ich will den Stein lieber nicht ins Loch fallen lassen. Ja, dann machen wir das halt so rum. Dann klettern wir an den Wurzeln hoch. Captain Nate? Dann lassen wir sich Nate da drauf stellen. Danke. Ah. Nate geht jetzt auf diese Plattform. Und Wilbur tut den Stein da drauf. Es klappt. Der Stein und ich sind zusammen schwer genug. Geil. Weg mit dir. Kommst du vielleicht hier mit der Luke weiter? Mal sehen. Ja. Das war's.
Die Luke ist offen. Ein kleiner Gang, der in einen Schacht führt. Aber ich kann mich nicht durch die Luke quetschen, ich bin zu groß. Einen Bilbur gehen wir auf die Plattform. Nate, gehen wir auf die Plattform. Kommt Bilbur wieder hoch. Bilbur kann durch die Luke. Hey, Ivo. Ivo sucht nach einem Weg, das Tor zu öffnen. Das sollte ich auch tun. Rip? Ein großes Rad, das geradezu... Leider ist da eine Metallschelle, die das Rad... steckt ein Kristall. Wow. Nur... Wow. Irgendwie weiter? Ich gehe da nicht runter. Gehen wir mit Bilbur nochmal in den Schacht und geh den Schacht mal fertig hoch. Weil da oben ist ja auch irgendwas. Die Leiter führt ins Dunkel und da oben wird der Schacht nochmal schmaler. Ja, dann kletter mal hoch. Hi Ivo. Bilbur! Ich habe eine verborgene Leiter gefunden. Sie hat mich hierher geführt. Gut gemacht. Was glitzert bei dir da oben so? Kristall? Das hier. Ein Kristall. Wirf ihn mir bitte runter. Ich habe eine Idee, wofür der gut ist. Ich muss weiter. Abenteuer erleben, Fallen umgehen, Geheimnisse enthüllen. Ich glaube, ich habe dich unterschätzt, mein Kleiner. Das ist eine Steintafel. Auf ihr sind dieselben Symbole, die man hier überall an den Wänden sieht. Hm? Oh, warte mal. Haben wir da neunschwänzige Peitsche, komisches Vieh, Pflanze. Auf den Stein. Ich überlasse das lieber. Ja, Ivo. Oh, warte mal, nein. Ich schätze. Bilbur, du gibst die Steintafel bitte Ivo. Schau mal, Ivo. Tatsächlich. Hm. Wir sind ein gutes Team. Nur nicht übermütig. So, und jetzt kann Ivo. Mit Hilfe davon. Auf der Steintafel sind. Oh, guck mal. Die sind sogar so nett und geben mir. Das da.
das, glaube ich. Das ist das. Das ist das. Nein. Ah. Okay, das war das. Dann gib mir noch mal den anderen. Feder. Fahne. Sternchen. Und dieses komische Gestrüpp. Hm. Die Kombination ist richtig. Da scheint nur irgendetwas anderes noch nicht zu stimmen. Swirly-Ding. Muschel. Komische Peitsche. Schrimm. Aha. Es klang so, als hätte sich wieder etwas get... Ja, dann Nate, guck doch mal, was das war. Du bist ja noch da unten. Sowas wie ein Schalter. Drück doch mal den Schalter. Nix. Dann Wilbur, geh doch mal runter. Du kommst da in diesen kleinen Spalt da in der Mitte rein, richtig? Bist ja klein. Der Gang ist fast so klein wie die Luke drüben bei der Leiter. Da kann man hier nicht einmal sehen, wohin er führt. Aha, hier bin ich also. Ah, beim zweiten Kristall. Ist da noch ein Kristall? Ja. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Nice. Sonst ist hier aber nichts mehr. War das der letzte, der gefehlt hat? Ich glaube schon, mit dem Stern. Stern, Fahne, Feder. Das kommt vor. Die Kombination ist richtig. Es scheint nur irgendetwas anderes noch nicht zu stimmen. Ich dachte, dass es vielleicht an... Was passiert denn jetzt, wenn Wasser kommt?
Aha. Komm mit Drake hier hoch. Bringt mir halt. Kein Interesse. Da ist nichts. Das sehe ich auch von hier aus. Kein Interesse. Okay. Ha! Ein kleiner Gang, der. Ich kann mich nicht durch die Luke quetschen. Wenn ich nochmal hier unten auf den Knopf drücke, kann ich nicht. Ich habe jetzt dazu gemacht. Kann ich jetzt mit Ivo das hier machen? Ah, so wird ein Schuh draus. Ja, dann Nate, geh doch mal hoch. Ab die Leiter hoch. Alle da rein. Ivo hat die Kristalle. Aha. Hör der Kristall dahin. Das gleiche wie drüben. Und dann den Kristall berühren. Das macht nach Adam Riese. Wow, das sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter. Drake, du betrüst dann daneben das. Bilbo den in der Mitte. Ah, endlich geht's weiter. Das Tor bleibt nur so lange offen, wie alle drei Kristalle berührt werden. Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Keine Ahnung, ich wollte es nur erwähnt haben. Soll ich? Ja, du sollst. Wünscht mir Glück. Ich finde einen Weg, wie man das Tor von der anderen Seite aus öffnen kann. Viel Glück, ich passe auf dich auf. Mutiger kleiner Kerl. Allerdings. Und was machen wir beiden Hübschen jetzt so ganz alleine? Versunkene Tempel. Also schön, Wilbur. Jetzt liegt es an dir. Passt auch überall rein, Jakobs. Du passt auch überall rein. Ach du meine Güte, was ist denn hier alles kaputt? Eine Art Brett? Es ist durchgebrochen.
Die Eisenstange sieht verflucht schwer aus und sie steckt zwischen den Steinen fest. Nicht rauskriegt, kriegt Nate raus. Ich schaffe es nicht. Dann brauche ich dafür Nate. Ein Wasserfahrzeug mit einem Skelett? Sag mal hier. Noch ein Tor. Es ist unscheinbarer als die anderen beiden. Es lässt sich nicht einfach aufdrücken. Sesam, öffne dich. Das sind einige schöne, runde Steinchen. Eine Schale. Fühlt sich an wie vergammeltes Essen. Vielleicht Opfergaben? Was ist das? Eine Dose. Ölsardinen steht drauf. Aha. Ich glaube, hier soll man wieder die Kristalle einsetzen. Vielleicht könnte ich alleine beide Kristalle berühren, wenn sie in den Halterungen sind. Vielleicht, wenn ich mich ganz lang mache. Genau. Hui. Zwar waren die Steinmetze nicht so begabt wie die der Zwerge, aber die Figur ist schon beeindruckend. In der Tat, in der Tat. Was in der Schale? Schleimig, schimmlig, glitschig, klebrig. Hart? Hart? Eine Steinscheibe. Aha. Noch mehr drin? Schleimig, schimmlig, glitschig, klebrig. Nein, sonst ist nichts mehr drin. Schade. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zu Nate. Und der holt uns die Metallstange da raus. Sie bewegt sich kein Stück. Denn hier? Betrachte mal das Tor. Ob sich dahinter die Schatzkammer mit dem Artefakt befindet? Oder nur weitere Türen und Tore? Wie es dort weitergeht, finde ich am besten zusammen mit den anderen heraus. Ja, dazu müssen wir aber erst die anderen herbringen. Ich glaube, hier soll man wieder die... Vielleicht könnte ich alleine beide... Ich sehe keine Klinke und keinen Verschluss. Schwierig, schwierig. Ich bin gerade ein klein bisschen überfragt. Von hier aus öffnet. Aber ich schätze mal, die Zahnräder haben damit zu tun.
Zahnräder. Ich gehe davon aus, dass die Zahnräder irgendwie hinter dieser Tür sind. Ah. Ich wünschte, ich würde mich besser mit... Mal gucken, ob wir irgendwie da... Ich sehe keine Klinke und kein... Kommen wir mit dem Brett da irgendwie rein? Nein. Hilft uns das Brett hier an die Stange ranzukommen? Nein. Ha! Ich lasse sie da, wo sie ist. Sie wäre mir sowieso zu unhandlich. Tja. Keine Idee. Oh, es wird dunkel. Oh, ganz, warum sagt mir eigentlich keiner, dass ich vergessen habe, das Licht anzumachen? Sonst ist nichts mehr drin. Erleuchtung! Aufgestanden, meine lieben Freunde! Ich sehe keine Klinke und kein... Wilbur Wetterquarz, Meisterdieb. Ah, guck mal da. Nee, mit dem Maßband hätte das nicht geklappt. Deswegen habe ich ja hier auch Best-Case-Szenario. Weißt du Bescheid? Es könnten alle nur erdenklichen Unglücke passieren, wenn ich diesen Knopf drücke. Oder... nichts. Ja, oder nichts. Eine Art abgerundeter Zylinder aus Metall und mit Steinkappen. Ziemlich massive Konstruktion. Gut, alternativ hätte ich es ja noch mit diesen schönen 1,5 Liter Flaschen aufgekriegt. Das, die ist auch gerade so lang genug, dass ich an... Da liegt eine Steinschale. Dass ich, wenn ich mich strecke, ans Licht komme. Habe ich es mir doch gedacht. Hinter allem hier im Tempel steckt gute alte Gnomentechnologie. Hier tut sich gar nichts. Meine Schwester wüsste bestimmt warum. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Die sagen mir nichts. Dann nehmen wir doch die mal. Und die mal da drauf. Passt perfekt. Und dann nehmen wir die mal und tun die da drauf. Das war's. Die vier Scheiben übereinander sind jetzt genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. Geil. Gnomtech Tempelkontrollsystem 1000 TM. Die Firma gibt es schon lange nicht mehr. Sie hatte sich auf die technische Ausstattung untergegangener Tempel spezialisiert. Fallen, Flüche, komplizierte Türen, so ein Kram. Aber heutzutage gehen ja kaum noch Tempel unter. Das ist eine großartige Gnomenerfindung, schätze ich. Also gut, mal schauen. Das sind keine Gnomenzeichen, sondern dieselben Symbole, die hier überall zu finden sind. Was bedeuten sie wohl? Hm.
Der Schaft lässt sich hineindrücken. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Funktioniert trotzdem noch. Das ist, funktioniert wie Mastermind. Das ist die Tür. Geil, das war die Tür. Reinkommen. Und bring die Kristalle mit! Nanu? Ivo? Da bin ich. Hallo? Wo seid ihr denn? Die Kristalle. Die Kristalle mal mit. Du bewachst sie, verstanden? Nicht pressen! Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben, aber nicht hier und jetzt. Hoffentlich läuft Bilbo ihm nicht in die Arme. Der Kleine ist clever. Er wird sich schon was einfallen lassen. Hoffe ich. Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Niemand wird dich aufhalten können, selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Winzling, hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Das ist vielleicht doch etwas... Die Angel. Ich bin mir nicht sicher, ob... Braucht die eventuell später, um an die zwei Kristalle zu kommen. Okay, das ist sowas wie ein Rätsel. Ah, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Und nun... Öffne dich! Ich befehle dir, öffne dich! Öffne dich! Du! Wenn ich den Hexenmeister hier reinlocke, könnte ich ihn vielleicht ohne offenen Kampf besiegen. Thank you.
Es hört sich an, als würde da Luft durch das Rohr rauschen. Dann könnte das hier etwas sein, mit dem man Dinge ins Rohr einschleusen kann. Die Konstrukteure werden sich schon etwas dabei gedacht haben. Vielleicht. Du! Sollst dich öffnen! Was zum... Und weg damit. Ui, das ergibt Sinn. Oh. Nimm den Zylinder mit und sobald er die Tür reinkommt, kriegt er einen Zylinder wieder in die Birne. Du. Volle Pfund. Du sollst dich öffnen! Was zum... Ich kann aber nichts machen, während der da... Die Konstrukteure werden sich schon etwas... Ich habe die Maschine verbessert. Oh, ho, ho! Kriegt ein Paddel ins Gesicht. Willkommen zurück im Büro. Er hat mal eine gepaddelt hier. Meine Erfindung. Das muss ich unbedingt Opa erzählen. Hm.
waren tote Fische im Öl. Danke, dass jetzt? Du! Salz! Dich! Öffnen! Was zum... Den Kieselstein anlocken, dass er ins Öl tritt, wieder das Paddel geht und ihn dann hier so schön... Ah, was passiert denn, wenn ich die Schublade öffne? Du! Sollst! Nee, dann anlocken. Öffnen! Was zum... Und eingesperrt. Geil! Dann ein Kristall da rein. Vielleicht könnte ich alleine beide Kristalle... nein. Ja, dann befreien wir halt jetzt Nate und Eve. Das ist der einzige... Kleine Hen. Nein. Der Troll würde mich entdecken. Warum lassen sich so erfahrene Abenteurer wie die beiden von den Bösewichten gefangen nehmen? Was passiert, wenn man mit undiplomiertem Personal arbeitet? Warum lassen sich das passiert? Okay, Wilbur, was hast du über Trolle gelesen? Sie sind groß, hässlich und nicht sehr nett. Sie trinken Blut, wenn Vollmond ist, und wenn man ihren Namen sagt, zerfallen sie zu Meeresschaum, weil sie kein Sonnenlicht vertragen. Was? Nein, Moment, da stimmt was nicht. Da geht es viele Meter steil hinab. Ich glaube nicht. Oh. Ich habe die Tür verkeilt. Vielleicht könnte ich... Irgendwas hat der Hexenmeister doch hier reingelegt. Ein Spiegel. Spiegel.
Okay. War das keine gute Idee? Ich sollte ihn nicht noch wütender machen. Wenn ich ihn das nächste Mal blende, sollte es besser auch das letzte Mal sein. Solange er das... Da geht es viele Meter... Der Troll. Ha! Was tun? Ist da vielleicht noch was drin? Vielleicht gibt's da was vom Ratsherr. Meinst du? Ob sich dahinter die Schatzkammer mit dem Art... Ich glaube, hier soll man vielleicht könnten. Vielleicht könnte ich alleine beide. Hier gibt's eigentlich nichts mehr. Hier gibt's nichts. Ach, da kann ich nicht. Hier komme ich nur auf die andere Seite. Hier kann ich rausgehen. Warum lassen sich so das passiert? Warum lässt das passieren? Solange er... Da geht es viele Meter. Würde mich sehen. Ich komme nicht unbemerkt zur Keule. Ah. Ich sollte ihn nicht noch... Vielleicht können die beiden den Troll ablenken. Hey, du Troll! Du bist dumm wie ein... Naja, ein Troll. Was tust du? Sogar für einen Troll bist du dumm. Du solltest sie nicht. Wenn in deiner Keule Holz wird... Hervorragend. Los, befreie uns. Und nice, dann liegt sie weg hier. Wir können doch nicht weg. Wir müssen doch das... den Schatz holen. Kein Schatz ist das wert. Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist und wer seine Mutter ist? Und ihr wird nicht gefallen, dass wir ihre Pläne durchkreuzen. Macht das Schiff abflugbereit. Wilbo und ich holen den Schatz und sind gleich wieder da. Ich werde das Schiff abflugbereit machen. Und sobald es das ist, werde ich abfliegen. Mit oder ohne euch. Aber Captain Nate... Genau, Sie wissen so Captain gut wie Nate. Ich, dass Sie sich nicht einfach unter den nächsten Stein verkriechen können. Sie haben uns geholfen. Wir sitzen im selben Boot. Ich bin erledigt.
Nur der Erzmagier kann dich schützen. Und der will den Schatz. Also warte hier. Weiter geht's. Also los. Fast ein bisschen unheimlich. Na los. Gehen wir weiter und holen uns den Schatz. Was glaubst du, was für ein Monster die Statue darstellt? Ich glaube kaum, dass das relevant ist. Irgendwas kraken. Vielleicht doch. Nee. Krabbe? Vielleicht? Du? Ivo? Hm? Es ist dunkel. Ich kann nicht so gut mit Dunkelheit. Dann solltest du für Licht sorgen. Ich kann gerade nicht. Mhm, okay. Untersuche das nichts. Ja, eine vertrocknete Leiche. Ihre Haut ist wie Papier und es ist ein Karton. Eigentlich Schachtel. Hab ihn. Etwas Hartes, Hölzernes. Vielleicht sind es Knochen. Lebendige Skelette, die... Vielleicht ist es einfach nur Holz. Oder das. Etwas Kaltes. Aus Metall, glaube ich. Wie eine Kugel mit runden Erhebungen. Einige Stellen an diesem Ding sind aus Glas, wie es scheint. Es ist ziemlich schwer, aber es ist hohl. Auf einer Seite befindet sich eine Öffnung. Es ist also eine Art Gefäß. Das ist... Ein Ding. Ein Ding. Etwas Metallisches. Hier ist eine Art rauer, dicker Stoff. Und Gummi. Keine Ahnung, was das ist. Das Ding ist zu groß und schwer, um es zu bewegen. Und es scheint keine losen Einzelteile zu geben. Hier ist irgendetwas Flüssiges. Ich würde ja gern sagen, es ist Wasser, aber es stinkt fürchterlich. Das ist irgendeine stinkende Flüssigkeit. Riecht scharf und ätzend. Ah, Geister oder so etwas Ähnliches. Geister? Oder irgendein Stoff. Vielleicht ein Umhang? Hilft mir zumindest nicht weiter. Ja, weich und warm. Wie ein mit Fett gefüllter Sack. Ich bin das. Warum bist du so weich? Du hast doch kaum Fett auf den Rippen. Das sind nicht meine Rippen. Oh. Oh! Würdest du jetzt bitte deine Hände wieder wegnehmen? Entschuldigung. Alles gut. Ein Glitzern und Leuchten. Aber es ist weit weg und ich habe keine Ahnung, was zwischen mir und dem Glitzern ist. Es könnte ein Abgrund sein. Oder ein Irrgarten. Das Ding ist nur ein paar Meter weg. Vielleicht ist es ein ganz kleiner Irrgarten. Sorg einfach für Licht. Ich habe das Gefäß mit stinkender Brühe gefüllt. Im Karton sind kleine Schachteln. Und in den Schachteln sind trockene, eckige Dinger. Fühlt sich etwa an wie getrocknetes, zu Würfeln gepresstes Gras.
Mir gefällt das Gefühl, ich will weitermachen. Es riecht ein wenig wie in Seefeld. Nach Meer. Ozean. Das kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich es. Es sind Trockenquallen. Leuchtquallen werden getrocknet in kleinen Kartons angeliefert. Hast du gerade die Qualle angeleckt? Nein. Woher weißt du, wie Quallen schmecken? Das ist meine Sache. Nun. Ich stelle das Gefäß hier ab und lege eine Qualle hinein. Oh, hi Ivo. Du, Ivo? Ja? Ich glaube, das war kein Gang. Was du nicht sagst. Saubere Arbeit. Ich finde, wir sollten schleunigst hier raus. Nicht ohne das da geholt zu haben. Oh! Du meinst... Allerdings. Das Artefakt des Schicksals. Es wird nicht nur vom Monster bewacht, es ist im Monster. Holen wir es. Jo. Vielleicht könnte ich das Fass als Boot benutzen. Aber dafür fehlt mir ein Paddel. Ich kann ja schlecht mit den Händen rudern. Wir haben doch ein Paddel. Hatten wir doch eingesammelt. Das ist irgendeine ätzende Säure. Ich weiß nicht, wie tief der See ist und ich will es auch gar nicht wissen. Durchwarten kann man zumindest nicht. Was ist denn ein Koffer? Ein hübscher Koffer, gefüllt mit allerlei teuren Kleidern. Spitzen, Seide, lange Unterhosen. Nur das Beste. Guten langen Unterhosen. Die Sachen passen mir nicht. Eigentlich schade. Unter meiner Zauberrobe weht manchmal ein ganz schön kühles Lüftchen. Ich kenne diese Dinger. Damit kann man unter Wasser atmen. Opa hat mit so etwas Bomben an Rümpfen orkischer Galeeren befestigt. Leider gingen die Zündschnüre immer aus. Guck mal doch mal, was Ivy kann. Bist du im Koffer? Ein Koffer mit Menschenkleidung. Zu fein für Abenteurer. Vielleicht ist ein Handelsschiff auf die Felsen vor der Insel gelaufen und er gehörte einem Passagier. Menschen sind berühmt für ihre alberne Kleidung. Aber das ist einfach nur lächerlich. Ich kann nichts erkennen, was uns weiterhelfen würde. Magensäure. Eine ganze Menge. Sie kann einen Menschen in Minuten auflösen. Und dem Geruch nach zu urteilen, ist das schon einige Male vorgekommen. Lecker. Easy! Das wäre das. Super, jetzt ich. Ich denke, wir lassen uns für dich etwas anderes einfallen. Geil. Hui. Betrachte den Apparat. Das ist etwas Gnomisches. Das heißt, es ist gefährlich und wird höchstwahrscheinlich keinerlei sinnvolle Funktion haben. Hey, nichts gegen guten Plattenspieler. Ich fasse nichts an, was von einem Gnom gebaut wurde. Ein Holzbrett. Es ist ungefähr einen Meter lang und läuft nach oben spitz zu. Ein Horn? Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Es ist eine Art Musikinstrument. Die wilden Menschen in den Bergen benutzen so etwas. Genau, die Österreicher und die Schweizer. Kein Interesse. Die wilden Menschen aus den Bergen. Es stinkt ekelerregend aus dem Loch. Scheint mir eine Art Abfluss zu sein. Die Truhe scheint diese Öffnung in der Wand zu verstopfen. Vielleicht ist sie angesaugt worden. Die Truhe scheint diese Öffnungen. Ich bekomme sie nicht raus. Sie hat sich festgesogen. Puh,
Als ob. Keine Chance. Nicht mit mir. Doch. Nichts. Aber auch gar nichts in dieser Welt wird mich dazu bringen, in dieses Loch hinabzusteigen. Doch. Als ob. Keine Chance. Nicht mit mir. Okay, dann halt nicht. Kein Interesse. Das heißt, wir haben hier nur... Können wir das Wilbur geben als Paddel? Hier, nimm. Danke. Für Ivo ist jetzt zwar nicht mehr... Nice. Jetzt ist du. Papa hat Mama so ein Ding geschenkt. Man legt Schiefertafeln auf diesen runden Teller und setzt dann vorsichtig die Nadel auf die Scheibe. Man hört dann, wie eine Nadel über eine Schiefertafel kratzt. Ein fürchterliches Geräusch, das von dem Rohr dann noch verstärkt wird. Das Ding ist mir zu unhandlich. Ich nehme nur den Lautkratzer mit. Sieht aus wie eine gigantische Tröte. Vielleicht haben die Riesen sie gemacht. Kommst du da an die Truhe dran? Das ist zu hoch für mich. Ja, dachte ich mir. Wie sieht's aus mit dem Loch? Das stinkt wie... Naja, nicht gut halt. Ich werde doch nicht in so ein Loch hinabsteigen. Doch? Das muss jemand anderes tun. Nö, schon in Ordnung, Wilbur. Mach mal. Aber, Elfen haben einen besseren Orientierungssinn. Du bist viel kleiner als ich. Du kannst dich auch durch enge Gänge zwängen. Aber, ich... Nun mach schon. Du willst doch ein Held sein. Ich hätte es sofort getan, wenn mich jemand gefragt hätte. Ach. Also gut. Oh, Typ. Arschbombe. Nimm den Holzdeckel. Der Deckel eines Holzfasses. Nimm den Edelstein. Nutze Stein des Südwinds und der Statue der Hoffnung. Was? Oh, ein Musikrätsel. Spiele Melodie auf dem Totenkopforgel nach. Was? Eine geisterhafte Erscheinung im Spiegel. Ich mit dem Spiegel. Ich brauche Hilfe. Das wird dir helfen. Nimm das Seil. Ein starkes Seil. Noch gut in Schuss. Zeit, den Rückweg anzutreten. Nur wie? Ah, verstehe. Wirf den Felsbrocken auf die andere Seite der Wippe. Und? Wie war's? Normal. What? Holzdeckel. Schau mal, Ivo, was ich gefunden habe. Kabel mal ins Fass. Ich habe eine Idee. Genau diese Idee hatte ich auch. Bist du sicher, dass das sicher ist? Nie wieder. Immerhin sind wir jetzt beide auf dieser Seite. Da komme ich nicht. Dann gib Ivo das Seil. Bitteschön. Danke.
Ivo, bitte einmal Seil festziehen. Ich binde das Seil an den Henkel. Lass es uns versuchen. Okay. Drei, zwei, eins, zieh! Juhu! Scheint, als hätten wir damit unserem großen Freund einen Gefallen getan. Eine aufwendig gearbeitete Truhe. Sieht ziemlich stabil aus. Ja, öffne sie. Sie wird sich nicht einfach so öffnen lassen. Wir müssen sie aufbrechen. Vielleicht können wir sie einfrieren und... Es muss eben nicht immer alles kompliziert sein. Ich bekomm's nicht auf. Mhm. Sieht nach einem komplizierten Schloss aus. Ich schlage vor, dass wir Captain Bonnet fragen. Vielleicht kann er das Ding knacken. Bestimmt sogar. Aber dafür müssen wir erstmal hier raus. Kein Interesse. Da liegt noch etwas drin. Mit so einem Ding hat Opa mich eine Woche lang geweckt. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, aus mir einen Kampfschwimmer zu machen und brüllte mich jeden Morgen damit an. Biss der Tüte ins Horn? Die Flüstertüte würde nicht halten. Ich kann sie nicht tief genug ins Horn... Hautkratzer ins Horn? Ist der Tüte in den Lautkratzer und dann mal reinblasen. Was tust du da eigentlich immer? Vielleicht kann ich mit dem Monster Kontakt aufnehmen. Das wird doch nie etwas. Wir sind von Tonnen Fleisch und Fett umgeben. Ja, aber der Schall des Horns wird verstärkt und nochmal verstärkt. Und am Ende ist er etwa 1000-mal so stark. Physikalischer Humbug. War ja klar. Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben. Hast du das gehört? Es kann sprechen. Hallo? Wer spricht da? Dein Gewissen. Gott, ich... Wir sind zwei Abenteurer und in deinem Magen gefangen. Ja, tut mir leid. Lässt du uns raus? Nein, so häufig bekomme ich nichts zu essen. Aber an uns ist überhaupt nichts dran. Ivo ist ein Strich in der Landschaft und ich wiege auch keine 40 Kilo. Das hat's gar nichts. Komm schon, wir haben dich von dieser Kiste befreit. Was für eine Kiste? Die Kiste, die dieses Loch in der Wand verstopft hatte. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber mir geht es so gut wie lange nicht. Ich danke euch. Willst du uns also gehen? Na gut, aber könnt ihr vielleicht ein paar Schiffe hier locken oder den einen oder anderen Wal? Mal schauen. Wiedersehen. Spieler da ein schönes Maß Fragwürdigkeit. Könnten wir wirklich das eine oder andere Schiff? Du bist manchmal seltsam. Aber wenn wir... Was zum... Überraschung, meine Hübsche. Aber, Captain Nate... Hast du die ganze Zeit mit ihnen zusammengearbeitet?
Oh nein, meine Liebe. Ich weiß nur zufällig, welche Knöpfe man bei jemandem wie unserem Freund Nate drücken muss. Was hat er dir versprochen? Unser aller Leben, meins im Besonderen. Und den Schatz. Alles, bis auf eine Sache, die er sich aussuchen will. Das kann ich mir vorstellen. Wilbur, du gibst das Artefakt des Schicksals nicht her, verstanden? Verstanden. Das Artefakt des Schicksals. Unbegrenzte Macht. Geh weg. Ich bin ein mächtiger Kampfmagier. Aber sicher bist du das. Nate, das kannst du nicht zulassen. Er wird sich um seine Angelegenheiten kümmern. Das hättest du auch tun sollen. Bringt das Artefakt in Sicherheit. Lauf! Nein! Die wilden Lande. Wie konntest du das nur tun? Ich habe euch den Hals gerettet. Naja, dir zumindest. Du hast den Hexer befreit, nur weil du einen Schatz wolltest. Glaubst du ernsthaft, ich habe Munkus auch nur eine Sekunde abgenommen, dass er uns einen Schatz gibt? Ich habe einen Deal mit Munkus gemacht, weil es die einzige kleine Chance war, heil aus der Sache herauszukommen. Verstehst du das nicht? Sie hätten uns verfolgt und das Leben zur Hölle gemacht. Und früher oder später wären wir ihnen in die Hände gefallen. Kein Schatz ist das wert. Glaubst du, irgendjemand hätte noch ein ruhiges Leben, wenn Mortroga das in die Hände fällt? Ich wusste doch nicht. Hey! Hey, Kleiner, wo willst du hin? Schön. Lauf weg. Und nächstes Mal sag mir einfach gleich, worum es... Wilbur! Aha. Er wacht auf. Ganz ruhig. Du bist in Sicherheit. Wir sind Zombies. Irgendwie machen für mich die Begriffe Sicherheit und Zombies in einem Satz nicht wirklich Sinn. Außer in die Zombies werden uns mit Sicherheit verspeisen. Weißt du? Er hasst uns. Er fürchtet uns. Und deswegen hasst er uns. Unser Komitee hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Wer seid ihr? Wir sind das Komitee für den menschenwürdigen Umgang gegenüber Untoten. Wir wollen den schlechten Ruf der Untoten bei den Lebenden verbessern. Und bei den Toten. Denn irgendwie mag uns niemand. Wo ist Wilbur? Da war eine Falle und ein Schatten. Das war ich. Ich habe dich umgerissen. Dabei ist dein Kopf auf einen Stein geknallt. Entschuldige bitte, ich habe diesen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Roger? Warum hast du mich umgerissen? Was ist mit Wilbur? Welcher Roger? Er hat vermutlich den Hals gerettet. Der Ork-Häuptling aus dem Lager hat die Falle aufgestellt. Und wenn er dich erwischt hätte, wäre jetzt nicht nur dein kleiner Freund in Schwierigkeiten. Stimmt! Wilbur in einem Orklager? Stimmt! Was alles meine Schuld ist. Wie meinst du das? Naja. Nun erzähl schon, Junge. Wie du siehst, haben wir alle Schuld auf uns. Meinst den Elvis-Zombie? So schön. Mein Name ist tatsächlich. Ned. Ich war in Seefels am Westmeer. Da kam dieser kleine Gnom an und... Und bam! Alles schwarz. Dann bin ich aufgewacht und ihr war da. Du hast sie hintergangen. Du wolltest nur deinen eigenen Hals retten. Naja, so... Das ist tatsächlich Roger aus American Dad. Du solltest diesen Balken tragen. Ich habe unter Piraten gelebt. Hals abschneidern. Aber noch nie... Die... Nun ist aber mal gut, ja? Vielleicht habe ich ein klein wenig egoistisch gehandelt. Als du deine Freundin... Der Cast ist... Du hofftest, dadurch selbst Teil aus der Sache herauszukommen? Nein. Du musst Wilbur da rausholen. Warum haben wir das eigentlich so lange aufgeschoben? Man muss mir überlegen, wie lange haben wir das Spiel aufgeschoben? Ich werde dir helfen, wenn du es ernst meinst. 4 Jahre? 5 Jahre? Du kannst mich oben in meiner Werkstatt finden.
Komm, Körper! Ja, stimmt. Mein Internet lag im Koma. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Mein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Oh, diese Qual, diese Schmerzen. So, Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperliche? Frauenkram. Nein, es ist noch tausendmal schlimmer. Es sieht so aus, als hättest du ohne Schwimmflügel nicht ins tiefe Wasser gehen sollen, hä? Das war kein Unfall. Ich wollte mich umbringen. Hat fast geklappt. Na, na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, hä? Ich lasse mich nicht veralbern. Es liege mir fern. Ihr Männer seid so unsensibel. Nur er nicht. Er hätte mich verstanden. Oh! Wer ist er? Maximilian. Mein Maximilian. Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne... Ja, ja. Und dann? Oh, oh, fort. Er ist fort. Deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich als reiche Tochter eines Mithrilhändlers und er... Nur den tragischen Teil, bitte. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. Aha, der Hochstapler ist durchgebrannt. Er ist nicht durchgebrannt. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm und... Er ist durchgebrannt. Er wird zurückkehren. Und wir werden vereint sein. Wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre kaputt? Dies ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ich weiß. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. Darin liegt einer der Vorfahren des Verlobten unserer Wasserleiche. So ein Grabmal kostet eine Menge. Die Familie des Toten muss vermögend gewesen sein. Vielleicht weint sie deswegen so viel. Hm, da hängt ein Stück Kleidung aus dem Sarkophag. Leder, wie es scheint. Ich hoffe, da hängt niemand dran. Ja, Urnen. Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in orange-blau und hier ein grünes W in einer Raute. Sagt mir alles nichts. Auf was war das alles Anspielung? Werder Bremen! Oh, natürlich! Warte. Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen. Ich und Fußball. Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in orange-blau und hier ein grünes W in einer Raute. Grünes W in einer Raute ist Werder Bremen. Das weiß ich. Oder? Das hat irgendwas mit Fußball bestimmt zu tun. Jetzt jemanden hier haben, der Ahnung von Fußball hätte. Ich nett. Doppelköpfiger Adler. Eintracht Frankfurt hat nur einen normalen Adler. Hm.
Einmal braucht man diesen Kackfrosch und dann ist er drin. Ein Grab. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Und wie viele seid ihr? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Aber die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Die Programmierer! Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das? Nein, nein, nicht dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Wie gemein. Oh, der Paladin? Ich weiß nicht. Der nimmt mich an den Paladin. Zeit zum Nachdenken. Der Paladin ist. Ich würde diese Fehde gerne. Ist eine 11 out of 10. Wenn ich mich richtig entsinne. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht. Aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Ich muss weiter. Mach's gut. Da ist er, der Paladin. Richtig im Sinne ist der 11 out of 10, wie gesagt. Passt auf. Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Jetzt. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Sicher. Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag, Freak. Ich muss los, Männerkram machen. Haha. Also Bescheid. Der Paladin. Der Mann von heute ist metrosexuell. Das heißt, er steht auf Züge. Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Der kleine Holzspan steht im Topf. Def, 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 def. Wegen Metro, ihr versteht. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Ich mag Züge. Plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist.
Nimm, du Sack. Tube brauche ich nicht mehr. Bist doch nur neidisch, dass du keinen eigenen Witz kriegst. Anscheinend ist Zombie-Körper und Totenschädel der Meinung, hier gäbe es noch nicht genug Horrorgestalten. Anscheinend ist Zombie... Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ob es Wilbo gut geht? Wohin haben die Orks ihn gebracht und was werden sie mit ihm tun? Sie haben ihn in ihr Lager verschleppt. So viel dürfte klar sein. Was sie mit ihm machen, weiß ich nicht. Könnte unappetitlich sein. Du meinst... Sagen wir so, wenn du dir Sorgen um das Leben des Kleinen machst, hast du vielleicht bald eine Sorge weniger. Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Ich meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ach so, klar. Wessen Körper ist das denn? Esthers. Und wer ist Esther? Keine Ahnung, kennen sie nicht. Aber das hier ist ihr Körper. Er hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Esther. Genau. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Esthers Körper? Ich lag hier draußen in einem Grab, viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte. Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte, Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist er nicht großartig? Ja, er ist groß. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Ich sag dir eins, frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Mal was anderes. Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich, die junge Dame hat großen Kummer. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, der hat sie eiskalt sitzen lassen, hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Sie scheint da anderer Meinung zu sein. Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erscheinen oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Ich muss weiter, atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Atmen, mein Herzschlag spüren. Er ist ein Tipi. Ein hässlicher Federschmuck. Auf keinen Fall, ich setze mir das Ding nicht auf. Aber eine Feder kann ich mitnehmen. Ein Blasebalg. Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Entschuldigung, der Blasebalg hier, kann ich den haben? Er ist kaputt. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts. Er ist kaputt. Du sprichst weise. Endlich mal jemand, der das erkennt. Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Eine dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht. Und die mich nicht zu hören scheint. Oder sich nicht beleidigen lässt. Och nee! Ist enorm. Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Aber ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Nur der Deckel ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Der Deckel wird von den Ketten festgehalten. Ziemlich raffiniert. Der Topf ist leer.
Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Hey, Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, stamm mal kurz vor dich hin. Danke. Schön! Ein Mörser Samtstößel in echter Männergröße. Hallo da. Hallo? Jemand zu Hause? Mu. Ich habe dich gehört. Oh, das ist Spitze. Mein Name ist Nate und du bist? Man nennt mich Schneller Lauf, Donnerhuf oder Regenmacher. Ich gehöre zum stolzen Volk der Tauben. Und du hast so eine Art Kostümverleih? Ich bin ein Schamane. Das heißt? Ich spreche mit den Geistern unserer Vorfahren. Ich braue Tränke, heile die Krankheiten und beschwöre das Wetter. Irgendwo erkenne ich auch die Stimme. Viel zu tun. Du musst ständig im Stress sein. Richtig. Was rauchst du da für ein Zeug? Ich rauche, um auf Seelenwanderung zu gehen und mit meinen Ahnen zu sprechen. Du solltest Gras fressen, nicht rauchen. Dennis? Okay. Wer ist Dennis? Das mit dem Mu ist mir nur so rausgerutscht. Ich Stargate habe ich leider nie geguckt. Ich dachte einfach, hey, da sitzt ein alter Ochse. Ach, der, aus dem ersten SpongeBob-Film. Wenn du wie ein Esel aussehen würdest, hätte ich ja gesagt. Oder wenn es hier nach Schweinestall stinken würde. Ich verzeihe dir. Aber stink nun mal nach Büffel und da habe ich... Danke, ich habe dir verziehen. Astrein. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Kuhschminke. Wenn ich es doch sage, das ist Schminke. Und ich gehe mal stark davon aus, sie gehört Häuptling Spalthuf da drüben. Um das klarzustellen, ich werde mich nicht schminken. Schwarze Tusche. Die kann ich mitnehmen. Na, no. Ich werde mich nicht schminken. Kleine rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Aber man kann sie mitnehmen. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Das Neueste vom Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. Er sieht gerade nicht her. Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. In den wilden Landen. Im Krieg. Genau. Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Das ist das Orklager. Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit Grünspan überzogen. Thank you.
Presse, würde ich sagen. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten lässt der Saft raus. 24 habe ich auch nicht geguckt. Hey, funktioniert sogar noch. Vielleicht konnten die Grünen heute nur nicht damit umgehen. Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte. Gesucht. Er schlagt den Gnoll Hogger und bringt seine gewaltige Gnollklaue. Bla bla bla. Ist doch Hogger! Das Orklager, der Schamane. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und rote Slipper? Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Was wird die USK dazu sagen? Ein schauerlicher Kopf. Ganz billige Effekthascherei, denn letztlich... Was? Was? Hab ich irgendwo eine Spinne? Nein. Zum Glück. Diese Krabbelviecher machen mich wahnsinnig. Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knappern? Nein. Das kann ich nicht behaupten. Ich geb dir einen Tipp. Ist nicht schön. Ach, ist nicht schön. Oh, Paladin, schlägt mir einfach den Kopf ab. Hey, kein Herumgetuschel da. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Bist du Esther? Mhm. Ich habe deinen Körper kennengelernt. Ihm geht es gut, also bis auf die Sache mit dem fehlenden Kopf. Grüß ihn schön von mir. Ich vermisse ihn. Ich würde ihm ja schreiben, aber... Psst. Ruhe da. Oh. Er hatte nur 2453 Sprechrollen. Irgendeinen davon kennst du. Wahrscheinlich. Hey, Gulliver, ich habe Esther gefunden. Ich lasse sie lieber weiterarbeiten. Sie haben noch einiges vor sich. Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre, schaurig und dennoch ein klein wenig heimlich. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Wenn es nicht unbedingt sein muss, bleibe ich lieber hier im Trocknen. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Das Ding sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Oder aufs Klo zu gehen. Ah, erinnere mich nicht daran. Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nie. So sieht es leider aus. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran,
Wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Das ist kein Problem. Ich kenne auch streng riechende, lebende Freunde. Das, den kleinen Unterschied macht dann auch den Bock nicht mehr fett. Komm wahrscheinlich nicht rein ins Adelager, oder? Irgendwie glaube ich da nicht recht dran. Aber versuchen wir es. Was glaubst du, was du da tust, Wurm? Ich stürme euer Lager? Wer bist du? Ich bin der große Rockgor, Häuptling der Blutsensen-Orks. Klingt so ähnlich, ja. Klingt so ein bisschen nach Schwarzenegger. Was habt ihr mit dem kleinen Wilbur gemacht? Was ist ein Wilbur? Er ist ein Gnom und mein Freund. Ach, der? Der ist uns vorhin in die Falle gegangen. Aber seit wann gibt man seinen Gnomen Namen? Geht es ihm gut? Das hoffe ich doch. Was will man mit einem kaputten Gnom? Ich will Wilbur zurückhaben, auf der Stelle. Wir haben ihn gefangen. Damit gehört er uns. Besorgt dir einen neuen. Aber ich bin für ihn verantwortlich. Kein Problem. Er ist der Hauptpreis unseres Kriegerwettkampfs. Und als solcher bleibt er hier bei uns. Das Spiel könnte scheiße wie die Nacht sein. Der Sprecher Cast macht sie Leffen out of 10. Was ist das genau? Ein Krieger? Aber der Humor ist halt auch 11 out of 10. Wer der mächtigste Krieger ist. Zwei Kontrahenten treten in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dem Sieger winkt große Ehre und er bekommt einen Preis. Und Webo ist für euch nichts weiter als ein Preis? Nein, eine Flasche Feuerwhisky gibt es auch noch. Der Gnom ist die Dreingabe. Kann jeder am Kriegerwettkampf teilnehmen? Wir Orks fürchten uns vor niemandem. Im Kriegerwettstreit nehmen wir es mit allen auf. Also schön, lasst mich rein. Ich will teilnehmen. Ich sagte, es ist ein Kriegerwettstreit. Einer wie du wäre reine Zeitverschwendung. Wie es scheint, habt ihr Angst vor einer echten Herausforderung, hä? Was für eine Herausforderung? Also davor, dass ich da reinkomme und gegen jemanden von euch antrete. Ich kann dir nicht folgen. Das wäre die Herausforderung. Für wen? Für meinen Gegner. Du redest wirr, Mensch. Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen? Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Ich bin vom Umweltamt und habe einen... Ich bin vom Umweltamt. Sie wissen schon, dass Sie Ihren Müll hier nicht einfach in die Landschaft schmeißen dürfen. Öffnen Sie bitte das Tor. Ich muss Ihre Mülltonnen überprüfen. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Wie kann man nur so einen Unsinn plappern? Ich weiß auch nicht. Es ist, als könnte ich verschiedene Fragen stellen und wähle jedes Mal die unsinnigste. Für jedes Mal die unsinnigste. Warum gibt es immer Ärger mit euch? Ihr entführt harmlose Gnome und greift grundlos die freie Welt an. Es war kein Angriff. Es war eine vorweggenommene Verteidigung der Heimat im Feindesland. Und außerdem... Alles klar! Was sonst machen? Wir haben die größte Armee der Welt. Niemand anderes steckt so viel Gold ins Militär wie wir. Es wäre doch Irrsinn, all das Gold zu investieren und dann nie einen Krieg zu führen. Geradezu unverantwortlich wäre so etwas. Und dass dieser verdammte Krieg ewig dauern würde, konnten wir schließlich nicht ahnen. Und jetzt steht euch wie der Allianz das Wasser bis zum Hals. Ach was, alles Propaganda. Hier im Lager warten 1000 kriegshungrige, gut ausgerüstete und motivierte Krieger auf ihren Einsatz. Aber sicher. Ich komme wieder. Ich werde warten. I will be back.
Hallo, Prinzessin. Ja. Warum steckt der Zombie-Kopf dort auf der Lanze? Wenn ich ihn auf den Boden legen würde, könnte er nach mir schnappen. Und so ist er auch viel besser zu sehen. Ich meine, warum hast du den armen Zombie überhaupt geköpft? Ha! Zombies! Sind ungepflegte, stinkende, unheilige Dinger. Ohne jeden Charme, ohne Schick. Sie dürfen kein Mitleid erwarten. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einen verzeihen. Du bist doch ein Paladin. Ja. So mit Hammer, Schwert und Rüstung. Ja. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Ein Krieger? Tut mir sehr leid. Mit solchen Barbaren gebe ich mich nicht ab. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie... und mich etwas an. Ich muss los. Männerkram machen. Haha. Hey, Gulliver. Ah, ich habe Esther gefunden. Anscheinend haben die Orks Wilbur zu einem Preis bei einem Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du zufällig einen Krieger? Einen Krieger, der gegen einen Ork im Kriegerwettkampf antreten würde? Richtig. Und der hier in der Nähe lebt? Nach Möglichkeit. Ach ja, und wenn's geht, sollte er nichts kosten. Aha. So einen gibt es wohl nicht? Wohl nicht. Wenn ich keinen Krieger finde, der Wilbur da raushaut, habe ich wenigstens mein Bestes getan. Das war dann halt höhere Gewalt. Du könntest selbst im Wettstreit antreten. Sehe ich aus wie ein Krieger? Soll ich mir ein paar Hanteln schnappen und bis heute Nachmittag meine Oberarme aufpumpen? Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege, um ein gefürchteter Krieger zu werden. Der erste Weg ist der Weg der Erfahrung, des Talents und der Fähigkeiten. In zahllosen Schlachten musst du Erfahrung sammeln, durch Technik dein Talent herausarbeiten und alle deine Fähigkeiten verbessern. Du musst das Wesen des Kampfes besser verstehen als alle anderen. Niemals darfst du aufgeben. Jedes Detail muss dir wichtig sein. Dann, nach einer langen und qualvollen Zeit der Erniedrigungen und Niederlagen, wirst du ein akzeptabler Krieger sein. Und der andere Weg? Du brauchst eine unschlagbare Ausrüstung. Wenn deine Waffen und Rüstungen besser sind als die aller anderen, kannst du als Krieger ein Versager sein. Deine Ausrüstung macht die Arbeit für dich. Das könnte etwas für mich sein. Ich besorge mir eine unschlagbare Ausrüstung, rette den Kleinen und bin der Held des Tages. Ich denke mal, hier in der Nähe gibt es ein legendäres Kriegerset. Wie kommst du denn darauf? Och, nur so eine Ahnung. Tatsächlich lässt sich ein mächtiges und berühmtes Set hier in der Nähe finden. Aber woher? Besteht es vielleicht aus mehreren Teilen, die hier überall in der Gegend verstreut sind? Und für jedes Teil muss eine Reihe haarsträubender Aufgaben erledigt werden? In der Tat. Es sind der Helm, der Schild und das Schwert der Macht. Aber wie... Also, was soll ich für dich tun, damit du mir weiterhilfst? Nun, du könntest mir bei meinem Körper helfen. Was fehlt? Ich brauche eine Lunge. Und? Ein Blasebalg. Ein Herz. Und als drittes? Muss alles unter Strom gesetzt werden. Ein Blitz. Der wird meinem Körper Leben einhauchen. Aha. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir den Aufbewahrungsort des Schwertes der Macht. Und vielleicht wissen die anderen, wo sich der Helm und der Schild befinden. Darauf möchte ich wetten. Irgendwie macht es keinen Spaß, wenn du so bist. Wo soll ich denn hier ein Herz hernehmen? Du könntest mir deins geben.
Ja, super Vorschlag. Ich versuche nur zu helfen. Wofür soll eine Lunge in einer Maschine gut sein? Wozu wohl? Sie versorgt den Körper mit Sauerstoff. Und wozu brauchst du den Sauerstoff? In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, wird mit Hilfe des Sauerstoffs aus Zucker Energie gewonnen. Die Energie wird für lebenswichtige Organe. Herzlich willkommen zum Wissensfernsehen. Fürs Gehirn. Du bist ein Totenkopf. Du hast kein Hirn, du lebst ganz ohne Blut, Sauerstoff und Zucker und all den Kram. In meiner Konstruktionsanleitung steht ganz klar, dass ein Mensch ohne Lungen nicht leben kann. Du meinst die Cornflakes-Packung mit dem Kinderspecial Dein Körper und du, fünf Wege zur richtigen Ernährung? Ich habe nur eine Chance und ich will es richtig machen. Also bring mir eine Lunge! Ich muss weiter. Lass dich nicht auf. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlekin. Frag mal Gulliver, der ist viel herumgekommen. Weißt du etwas über ein Kriegerset, das hier in der Nähe verborgen sein soll? Ja, schon. Es gehörte einem reisenden Ritter, der vor etwa einem Jahr hier in der Nähe gestorben ist. Und ich weiß auch, wer seinen Helm hat. Wer? Das soll ich gerade dir verraten? Du hast deine Freunde hintergangen. Vielleicht willst du dich mit dem Helm aus dem Staub machen. Ich will Wilbur befreien. Puh, du hast vermutlich noch nie etwas Selbstloses getan. Aber jetzt tue ich es. Beweise mir, dass du selbstlos handeln kannst. Bringe den Paladin dazu, mir zu verzeihen, damit dieser Balken verschwindet. Das wäre dann aber alles andere als selbstlos von mir. Ich würde dir nur helfen, damit du mir hilfst. Ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen. Immerhin geht es hier um deine Charakterbildung. Nun. Ich habe mit dem Paladin gesprochen und es sieht so aus, als würde er dir niemals verzeihen. Ich habe auch nicht erwartet, dass es so einfach wird. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Was soll ich tun? Lass dir etwas einfallen. Ich muss aus seinem Munde hören, ich verzeihe dir. Erst dann wird sich dieser Balken öffnen. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Dreng riechende, tote Freunde. Na, wie geht's? So gerne ich auch mehr... Ups. Na? Dir ist beim Trauern nicht zufällig ein Kriegerset untergekommen? Ein was? Du weißt schon, Schwert, Schild, Helm? Einen Schild habe ich gesehen. Weißt du, wo er ist? Mein Maximilian hatte auch einen Schild. Einen großen, strahlenden, geschmückt mit den Federn eines... Hallo, beim Thema bleiben. Wo ist der Schild? Warum sollte ich dir helfen? Du bist ungehobelt und grausam. Du machst dich über mein Leid lustig. Aber nein. Solange ich leide, soll auch niemand anderes glücklich sein. Und dein Leid würde nur enden, wenn dein Verlobter sich bei dir meldet? So ist es. So gerne ich... Okay. Hallo, Prinzessin. Ja. Ich darf den Kopf des Zombies wohl nicht mitnehmen, oder? Aber natürlich nicht. Er ist eine hart umkämpfte Trophäe. Über eine Viertelstunde habe ich auf das Vieh eingeschlagen, bis ich es endlich besiegt habe. Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Schweig! Ich habe Schaden an dir gemacht. Viel Schaden. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie...
und mich etwas an. Ich muss los. Hallo. Huhu. Ich wollte nur... Ey, keine Gespräche mit der Gefangenen, habe ich gesagt. Oh. In Ordnung, damit habe ich ein Pompon an einer Schnur. Und nun mit Kraft und Spucke. Aus der roten Erde mit den kleinen Steinen ist ein feines, rotes Pulver geworden. Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Wollen wir der verschmähten Jungfrau mal einen hübschen Liebesbrief schreiben? In Ordnung, los geht's. Liebste Sahneschnitte, hochwohlgeborenes Fräulein. Hey, Schätzchen. Hochwohlgeborenes Fräulein. Ich bin es, dein Maximilianchen. Es tut mir leid, dass ich so plötzlich... bin. Schuld waren die Russe! Die Stimmen, all die schrecklichen Stimmen. Weder dein zweifelhaftes Aussehen noch dein schlichter Charakter. Die Russen! Weder dein zweifelhaftes Aussehen noch dein schlechter Charakter. Ich wollte dir eine Hochzeit schenken, die einer Königin würdig ist. Doch dann... zu einer Reihe uneigentlicher Eventualhäufungen. Habe ich es irgendwie vergessen? Hat das Schicksal grausam zugeschlagen. Auf der Suche nach einer Silberblumenperle für deinen Ehering bin ich in der südlichen Ostsee in einen Sturm geraten. Mein Schiff sank und ich erwachte 3 Tage später. In einem Kochtopf mit Schnittlauch und Thymian. Mit ziemlichen Kopfschmerzen und einem seltsamen Geschmack auf der Zunge, tief unten im Meer als lebende Wasserleiche. Tief unten im Meer als lebende Wasserleiche. Viele Gefahren habe ich überwunden und große Abenteuer erlebt, getrieben von meiner unstillbaren Sehnsucht nach dir. Nur kann ich nicht zu dir kommen, denn
finde den Weg nicht und will nicht fragen. Ein unheilvoller Fluch bindet mich an dieses Gewässer. Es gibt Probleme mit meinem Studentenvisum. Ein unheilvoller Fluch bindet mich an diese Gewässer. Drum schreibe ich diesen Brief in aller Dringlichkeit. Eile zu mir, meine Geliebte, wo immer du sein magst. Ich warte auf dich im Süden, tief im Süden. Genau hier. Das ist ein Meisterwerk. Oh, es fehlt noch etwas. Zögere nicht, anderen vor deiner Abreise zu helfen. Ussi, dein Maximilian. Perfekt. Ja, dann geben wir doch mal den gefakten Liebesbrief an unsere Wasserleiche. Du wirst es nicht glauben. Schau mal, was ich draußen gefunden habe. Was soll das sein? Das, worauf du so lange gewartet hast. Ein Brief von Maximilian. Das kann nicht sein. Der Brief ist nicht versiegelt. Maximilian hat seine Briefe immer... Verdammt! Na? In Ordnung, jetzt ist ein ordentlicher Wachsklecks auf dem Brief. Aber da ist immer sein Logo mit drauf. Pass auf. Feucht. Na? Dieses Feuchtgebiet mag zwar dämlich sein, aber den Unterschied zwischen einem Wachsklecks und einem Das sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Seltsame Urne. Sie ist geformt wie der nackte Oberkörper eines muskulösen Mannes. Er posiert. Etwas sagt mir, darin sind die Überreste eines Vorfahrens des Pink Crusade Paladins da draußen. Aber ich fasse sie nicht an, wenn es nicht sein muss. Reden wir doch mal mit dem Paladin über die Urne. Hallo, Prinzessin. Wegen der... Damit hast du... Und mich etwa. Ich muss los. Okay. Ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche... Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Vom Mitesser am Nasenflügel bis hin zum Siegel auf seinem Ring. Der Siegelring. Das Siegel der Familie zeigt einen Fuchs auf einem Goldhaufen, umringt von hässlichen, weinenden Enten. Wie subtil. Wollen wir mal sehen, wie gut... sieht ziemlich gut aus. Ich schätze mal, durch einen Tränenschleier hindurch wird man keinen Unterschied bemerken. Es ist kaum zu glauben, eine...
tatsächlich? Oh ja, hier ist sogar ein Siegel. Kennst du es vielleicht? Das ist seins! Das ist sein Siegel! Die unleserliche Handschrift, all die Rechtschreibfehler! Der Brief ist wirklich von ihm! Was schreibt er denn? Da war ein Sturm und er würde gern zurück zu mir, aber er kann nicht. Na, das erklärt doch alles. Ich muss gleich zu ihm. Oh, diese Freude! Wegen des Schilds. Oh ja, die fetten Oger haben ihn weggetragen. Sie leben in einer Höhle, hier ganz in der Nähe. Danke und viel Glück bei der Suche. Aber denk immer daran, der Weg ist das Ziel. Wupp, wupp. Wir haben ihr den Brief gebracht. Wir haben 21 Uhr. You know what that means. Oh mein Gott! Spenden. Cool. It's about time. Ja, mein lieben Liebenden und Nichtliebenden. Nein, nicht zweites ESC-Semifinale. Schluss für heute und diese Woche. Was kommt denn morgen? Morgen ist Freitag mal wieder, habe ich gehört. Und laut Plan ist Final Fantasy Friday. Ja. Ich freue mich. Schön Final Fantasy mit Chris am Freitag, 21.05. 18 Uhr. Das steht da zumindest in meinem Chat. Geil! Lass mich nur kurz die Promo reloaden. Sieht gut aus. Geil. Dann habe ich jetzt hier eine Promo für euch. Und wie gesagt, ich habe es vorhin im Intro schon erzählt. Ich habe hier von Vierzimmer, Küche, Bad das Outro vorbereitet. Von der CD hier. Also, falls euch das gefällt, was ihr euch da hört, unterstützt die Band. Auf Spotify oder YouTube oder wo auch immer. Bis dahin, wir sehen uns am Dienstag wieder mit Bravely Default. Bis dahin. Bye!